Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich habe es geschafft, wie versprochen, ein bisschen Rohstoffe zu sammeln. Und ich habe auch noch ein bisschen mehr gemacht. Keine Angst, ich habe nicht weitergebaut in dem Sinne, sondern ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, ein Gerüst zu bauen. Damit wir hier einfach ein bisschen besser und schneller und ohne viel runterfallen weiterkommen. Die Sache ist nämlich dadurch, dass die ganzen Gegenstände jetzt seit dem Update sehr, sehr viel weniger Leben geben. Beziehungsweise ich auch keine Lust habe, wenn wir hier stundenlang bauen, immer die guten Lebensmittel reinzuhauen, weil wir brauchen die effektiv nicht dafür. Das Problem ist jetzt zum Beispiel mit der Kombi 43 Leben. Ich stürze hier einmal runter und habe noch 18, 19 Leben oder sowas. Da dachte ich mir halt, wow. Ich habe schon mal ein bisschen rumprobiert und bin hier echt zweimal hintereinander abgestürzt und war ganz, ganz knapp vorm Tod und dachte mir, nee, das geht so nicht. Das wäre richtig ärgerlich. Drum habe ich jetzt mal ein Gerüst gebaut. Zumindest hier vorne drum herum. Also hier auf dem geraden Stück. Und hier hinten habe ich einfach mal so ein paar Platten dran gebaut. Dass wir hier etwas besser laufen können und die Plattform in der Mitte, wenn wir dann das Dach irgendwie noch machen wollen. Ich war, wie gesagt, Holz sammeln. Hier seht ihr es. Es war ungefähr doppelt so viel, aber das Gerüst hat auch Holz gefressen ohne Ende. Ich dachte mir schon, Manu, ich hatte nämlich erst so, ich glaube auch 4 so eine Dinger wie hier schon gesammelt und dann dachte ich mir, komm, baust das Gerüst und zack, am Ende war das komplette Holz leer und ich dachte mir, Mist, jetzt wolltest du doch in die Folge starten mit Rohstoffen, dass wir bauen können und zack, war wieder alles leer. So, ich habe mir nochmal ein bisschen Gedanken gemacht und zwar, das hier so wie es ist, wird irgendwie ganz schön Mist, weil, wenn wir das hier so rund weitermachen, naja, obwohl. Also, ich hatte erst überlegt mit dem Dach, dass wir hier ein komplettes Runddach draufziehen, aber das ist ja Quatsch, weil dann hier können wir kein Dach hinbauen. Dann haben wir ein Dach im Haus drin, das ist irgendwie, nee, irgendwie doof. Deswegen hatte ich überlegt, dass wir hier einfach gerade ziehen, dass das sozusagen so halbrund in das Haus dann hier hineinläuft. Dann können wir auch einen schöneren Übergang machen von dem Haus zu dem Stück hier. Aber prinzipiell könnten wir das natürlich auch so lassen. Sieht bestimmt auch cool aus, wenn das dann mal noch gefüllt ist, wenn wir hier vom Haus drin hier so einen coolen Eingang haben. Wir müssen dann halt nur gucken, dass wir hier an dem Haus oder an dem geraden Stück unseres Hauses hier halt einen Cut setzen und das Haus dann so dran bauen hier, das runde Stück. Ich nenne das jetzt einfach das runde und das gerade Haus, dann wisst ihr besser, was ich meine. Ja, lasst uns mal loslegen, würde ich meinen. Ich würde jetzt erstmal mit dem anfangen. Ich habe mich auch extremst lange jetzt beschäftigt mit Runddächern, weil ganz ehrlich, das ist gar nicht so easy. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür. Und ich habe auch schon mal ein bisschen rumgebastelt, einfach nur um zu gucken, wie ich es denn am gernsten hätte. Wie ich es am liebsten hätte. Weil es gibt einerseits die Möglichkeit, und ich denke auch, ich werde das so ähnlich machen, dass wir halt hier einfach Dach dran setzen, Dach dran setzen, Dach dran setzen und dann immer noch ein kleines Dach nehmen. Ah, ja, schon wieder bloß noch 23 Leben. Guckt mal, was das für eine kleine Höhe war. Also ich glaube, das Gerüst wird uns den Arsch retten. Jetzt habe ich schon wieder direkt Schiss, hier rüber zu springen. Wahnsinn. Also ich finde, den Fallschaden hätte man etwas minimieren können. So, dann muss an die großen Dächer muss noch so ein kleines schrägeres Dach ran, weil das ansonsten nicht aufgeht. Wenn wir jetzt, also hier haben wir zwar gerade die 3 geraden Stücken, aber wenn wir hier so dran bauen, mag das noch gehen, hier oben dann aber nicht mehr, weil das dann so schräg wird, dass die komplett übereinander liegen und sieht halt einfach kacke aus. Deswegen muss dann hier dann immer noch so ein kleineres Dach ran. Ist eigentlich auch ganz geil, weil die haben hier oben so eine fast gerade Stelle, da kann man richtig gut drauf rumlaufen. Macht's uns auf jeden Fall auch etwas einfacher beim Bauen. So, die andere Möglichkeit war halt, das war eigentlich mein erster Gedanke, dass wir es richtig machen mit richtigen Dachbalken, dass das alles schön stabil ist. Aber das sieht mega doof aus, weil wenn wir den jetzt hier dran bauen, so und so, dann können wir die hier dran machen. Dann muss der Balken aber dann so. Und wenn wir da ein Dach dran zimmern, sieht das Ganze dann so aus von außen. Und das finde ich irgendwie richtig murks. Das sieht nicht schön aus. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man das Dach direkt auf den Balken draufsetzt. Also so hier.
Das kann man zwar prinzipiell auch machen, aber auch da sieht es dann am Ende... Ja, ich weiß nicht. Sag mal so, jetzt gerade geht's noch einigermaßen, aber das wird dann weiter oben auch immer schlimmer, weil der Giebel, wollte ich jetzt schon sagen, weil die Balken natürlich auch immer näher kommen. Wenn ich den jetzt hier verlängere, das sieht irgendwie am Ende alles nicht so cool aus. Ich finde, so sieht's am besten aus, ist halt nicht die stabilste Variante. Aber so verschwimmen die geraden Sachen halt so ein bisschen ineinander, dass es halt doch richtig ründlich aussieht. Und ich würde sagen, dass wir uns das Dach einfach erstmal so bauen und uns dann, wenn das schon steht, so oder so weit, wie wir es hinkriegen, ohne dass es zusammenfällt, dann einfach von hier unten anfangen, noch eine Balkenkonstruktion zu bauen, die das ganze Dach etwas stützt. Weil so dauerhaft mit den Giebeln, ich finde, das sieht dann auch von unten, also von hier im Haus, dann nicht so geil aus. Jetzt blendet die Sonne natürlich. Weil es dann halt immer schräger und schräger wird und ach, ich weiß auch nicht. Ich finde das so irgendwie hübscher, auch von innen, wenn das dann so zu ist. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu machen. Sorry, dass das jetzt so lange gedauert hat mit Erklären, aber ich habe mir da gestern halt echt so ein bisschen den Kopf zerbrochen und rumprobiert und bin wieder fast verzweifelt. Ich bin echt froh, dass ich das vorher mal probiert habe, sonst wäre das hier wieder 3 Folgen lang die komplette Verzweiflung geworden. So, genug gequatscht. Ich würde ganz gerne hier das Häuschen ein bisschen weiterbauen. Wir müssen mal gucken. Wir kommen nicht mehr viele Balken nach oben. Das heißt, wir brauchen früher oder später definitiv Eisen. Ansonsten wird uns die Konstruktion zerscheißen. Wir basteln hier erstmal überall noch einen drauf. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine Querbalkengeschichte dran. Hier unten ist noch eins. So, und dann nochmal für quer. Dann haben wir zumindest schon mal die Höhe hier. Und dann müssten wir eigentlich schon wieder direkt das Gerüst noch eine Stufe höher bauen. Es frisst halt ohne Ende Holz. Ich habe zwar gemerkt, dass die Balken hier eigentlich komplett schwachsinnig sind. Die hätten wir gar nicht gebraucht. Eine Seite reicht, damit man halt die Platten dran basteln kann. Das Dach vorne hat schon wieder ganz schön... ordentlich Holz gekostet. Ja, ich werde es auch heute nochmal schaffen, wieder ein bisschen mehr Holz zu sammeln. Wir brauchen halt unbedingt auch noch Kernholz. Wir müssen aber in den dunklen Wald. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das heute noch schaffe oder ob wir das da mal zusammen machen. Irgendwie wird es schon werden. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Holz, um die Folge bauen zu können. Und das freut mich schon mal sehr. So, hier noch 2 dran. Bam, dann steht das schon mal. Das gefällt mir. Und hier vorne noch. Dann müssten wir mal gucken. Eigentlich wäre es am besten, wenn wir hier rüberziehen. Dann haben wir hier noch nicht so wirklich dolle Rundungen drin. Oder eigentlich schon hier. Weil hier ist doch die gerade Stelle, dass wir hier Schluss machen. Mit Dach. Das ist irgendwie in letzter Zeit passiert das öfter. Seht ihr das? Dass dieser Balken nicht richtig drauf sitzt. Die Sache ist, ich kann den jetzt auch so oft abreißen, wie ich möchte und wieder drauf bauen. Der wird jedes Mal nicht genau passen. Obwohl ja die anderen... Ne, der auch nicht, oder? Der da drüben auch nicht. Der dritte passt dann wieder. Ich hatte hier unten schon mal das Problem, weil ich hier was abgerissen hatte. Ich konnte es am Ende eigentlich nur damit lösen, dass ich auch den unteren nochmal weggerissen habe. Und den drauf, weil jetzt passt es nämlich. Weiß nicht, woran das liegt. Ob das schon immer so war? Ob das nicht schlimm ist? Einfach manche Balken nicht perfekt übereinander sitzen. Hier haben wir es auch. Hier haben wir es auch. Hier vorne passt es dann. Nee, passt auch nicht perfekt. Ja gut, wir können nicht jeden wegreißen. Oder liegt das vielleicht einfach am Zustand, weil der kaputt ist? Ah, okay, Rätsel gelöst. Cool, ich habe das hier voll weggerissen. Naja. So, wie machen wir es am dümmsten? Ich würde sagen... Ach, ich bin mir noch unsicher. Eigentlich wäre hier am besten. Wenn wir hier hochgehen und dann gerade rüber, dass wir das Dach von hier aus bauen...
Ja, das ist die einfachste Variante. Dann haben wir nicht ganz so viel Rundungen drin. Aber wir machen uns das Leben ein bisschen leichter. Dann können wir das nämlich genau hier so dran basteln. Dann machen wir dann hier noch diese Innen-Außen-Ecken und so mit dran. Ihr wisst schon. Und dann können wir das schön ineinander verfließen lassen. So, also haben wir gesagt hier. Und dann haben wir gesagt einmal auch hier drüben. Zack, zwei rüber. Und dann müssten wir uns nochmal eine Konstruktion hier lang basteln. Müssen wir mal gucken, wie lange das noch hält. Ich glaube nicht mehr lange. Hält das noch oder? Hä? Warum geht denn das jetzt nicht auf? Irgendwas ist komisch zurzeit. Ich weiß nicht, was es ist. Hä? Das geht doch gar nicht. Die sind doch alle gleich lang. Hätte ich ja einen irgendwie reinversetzen müssen. Er wird auch gleich wieder abfallen. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch, würde ich mal behaupten. Der da drüben fängt so an, der da drüben fängt so an. Ich habe doch keinen irgendwie zu nah dran gesetzt. Also das kann ich mir nicht erklären. Wir lassen es jetzt erstmal so, aber früher oder später müssen wir nochmal gucken, weil ich mag das nicht. Irgendwo so eine Kleinigkeit da nicht hinhaut. Aber die sind doch alle komplett dran gesetzt. Ich habe ja keinen mit der Shift-Taste irgendwie zu nah rangesetzt. Naja. So, das hält erstmal. Das heißt, wir wissen jetzt, wo wir mit dem Dach hier vorne aufhören werden. Oder mit dem Haus hier. Zack, zack, zack. Ja, perfekt. Ich denke, so wird's. Und dann müssen wir das Ganze hier drüben nochmal machen. Schaffen wir das? Ja, wir schaffen's. Wie viel Holz haben wir denn noch? 28. Dann können wir eigentlich gleich mal hier runter. Uns nochmal zwei Stapel mitnehmen. Ja, ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Es sind wieder ein paar Fleischsorten und Federn und Harz und so dazugekommen, weil halt andauernd irgendwas in der Nähe war, was mich angegriffen hat. Vor allem Nixen. Ich habe das Gefühl, es sind mehr Nixen da. Da hinten stehen noch zwei. Das ist das eine. Nee, doch, es ist auch eine Nixe. Aber es waren extrem viele Nixen. Also wir haben ein paar Nixenschwänze dazu bekommen. Mist. Ich habe natürlich hier, glaube ich, noch keine Leiter reingebaut. Wir kommen nur von der anderen Seite gerade hoch. Deswegen würde ich es eigentlich ganz gerne schaffen, hier einmal rüber zu springen. Jetzt haben wir's. Ja, also bloß die Tiere, die mir in die Quere kamen, habe ich erledigt. Und ansonsten Holz gesammelt ohne Ende. Wir werden dann in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall auch anfangen, ein paar Bäume zu pflanzen. Wir müssen halt mittlerweile immer weiter weg, um Bäume zu hacken. Wo jetzt hier überall auch die Kleinen stehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... Huch, der war verkehrt. Das Spiel, das mittlerweile irgendwie so gemacht hat, dass wenn man einen Baum pflanzt, dass auch automatisch ein Samen mit runterfällt. Oder ab und zu mal und neue kommen. Oder ob das jetzt gerade einfach nur so viel von hier aussieht. Weil ich habe halt da drüben extrem viel Bäume geerntet. Oder geerntet, gefällt. Jetzt sehe ich halt die ganzen kleinen Bäumchen da. Aber wir haben auf jeden Fall auch genügend Samen und können da einfach mal hier drumherum ein bisschen rumrennen und überall wieder neue pflanzen. Dann müssen wir nicht mehr ganz so weit weg. Ich hatte mir sogar überlegt, ob es möglich wäre, sich sozusagen eine Schutzwand aus Bäumen zu bauen. Wir können die ja pflanzen und die wachsen ja auch genau an dem Punkt, wo wir sie gepflanzt haben, dann in die Höhe. Wenn wir jetzt sozusagen hier überall nebeneinander einmachen. Obwohl, nee, dann haben die nicht genug Platz. Okay, war ein dummer Gedanke. Ich dachte halt, wenn man sich so viele pflanzt, dass einfach kein Gegner mehr durchkommt. Ich glaube auch, dass die Gegner keine Bäume angreifen würden. Weil unsere gebauten Sachen greifen die ja an, wenn die nicht durchkommen. Ich dachte, bei Bäumen wird das bestimmt nicht so sein, hätte man die perfekte Abwehr gegen Gegner. Aber nee, die brauchen ja Platz zum Wachsen. So, nochmal 100 Holz.
Ach, shit. Es ist echt Wahnsinn. Es ist so verdammt gefährlich, runterzufallen in dem Spiel. So, dann fangen wir gleich von hier vorne wieder an. Ich bin mal gespannt, wie viel das am Ende bringt mit den verstärkten Holzpfosten. Ich hab's wie gesagt bloß mal in einem Let's Play gesehen. Bin dadurch erst drauf gekommen, dass das ja auch eine Option ist. Anstatt mit Stein zu bauen. Aber dann steht zumindest jetzt hier schon mal so ein bisschen die Grundkonstruktion. Wir müssen natürlich noch ein paar Balken und so ziehen, aber ich sag mal, das ist jetzt die Höhe, mit der ich prinzipiell happy bin. Was mir noch einfiel, ist, dass wir vielleicht doch zu nah hier drüben dran gebaut haben. Weil hier soll ja auch noch ein Dach, was eventuell auch noch ein bisschen übersteht. Naja, gut, okay, wenn wir es ein bisschen überstehen lassen bis hierhin. Ja, doch, könnte schon passen. Notfalls müssen wir doch die ganze Wand noch weiter nach hinten versetzen. Gar kein Bock. So, sehr, sehr cool. Dann habe ich das auch geklärt, warum die nicht perfekt aufeinander passen, hat einfach was mit dem Zustand zu tun. So, jetzt lasst mal überlegen, was wir am dümmsten machen können. Eigentlich könnten wir die Giebel schon mal setzen, aber dafür bräuchten wir ein höheres Gerüst oder eigentlich sogar noch ein Gerüst von innen. Von hier kommen wir dann nicht mehr weit, selbst wenn ich hier oben drauf springe. Wenn wir jetzt anfangen, Konstruktion zu setzen. Das ist das 26 Grad Geschichte. Wollen wir das Dach lieber nicht so schräg machen, dass es nicht so hoch wird? Muss ich selber mal kurz überlegen, was am besten wäre. Oh ja, super. Hält ja perfekt. Ja gut, weil die Sachen natürlich schon gelb sind. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt die verstärkten Balken. Das wäre mal schön. 3 haben wir. 4. Dann haben wir den und hier haben wir dann auch wieder 4. Also es passt prinzipiell, dass wir am Ende einen geraden Balken dran machen. Und ich wollte auch nicht so ein simples Dach haben wie drüben, sondern ich hätte ganz gern nochmal so ab der Höhe hier nochmal ein draufgesetztes Dach, dass wir gleich den Abzug darüber mit regeln können. Ich denke, das sieht auf jeden Fall nochmal eine Nummer besser aus. So, naja, dann würde ich sagen, ein paar Minuten haben wir ja noch. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Dann lasst uns hier noch das Dach ein kleines Stück weiter bauen. Dann kommen wir damit schon voran. Ich muss sagen, es sieht dann so am Ende auch echt cool aus. Also man hat nicht groß irgendwelche Sachen, die dolle überlappen. Oder einfach ein bisschen kantig aussehen, sondern es sieht wirklich am Ende recht rund aus. Und so soll es ja am Ende auch sein. So, dann brauchen wir nochmal das kleine Dach. Es wird so cool, ich freue mich so mega drauf. Endlich ein richtig geiles, großes Holz. Das habe ich irgendwie nicht so ganz richtig gemacht. Moment, ich glaube von der Plattform hier geht das besser. Wir müssen halt gucken, dass wir die nicht falsch setzen, weil der snappt auch gern mal immer ein Stück zu weit drüben mit ein. Nee, so ist verkehrt, aber so ist eigentlich schon wieder zu weit drüben, ne? Nee, obwohl es passt. So. Zack. Dann steht sich da nämlich immer ganz gerne auch selber ein bisschen im Weg. Wenn es dann hier an die nächste Schräge rangeht, kann man es nicht bauen, weil man zu nah dran steht. So, hier brauchen wir eins schräger wieder. Zack. Gleiche Schrägnis. Zack, gleiche Schrägnis. So wird's doch was. Holz ist alle, verdammt. Aber es wird. Dann nehmen wir noch ein bisschen Holz. Und müssen dann gleich schon wieder Schluss machen mit der Folge. Es vergeht die Zeit immer so verdammt schnell im Spiel.
Ich habe es, glaube ich, schon 400 Mal gesagt in dem Let's Play, aber es ist halt einfach so. Zack. Dann braucht man wieder einen Schrägen. Gleiche Schrägnis. So. Nee, das geht am Ende nicht auf. Jetzt haben wir Quatsch gemacht. Irgendwo ist... Hier drüben ist der Fehler. Das müsste so ran. Ja, genau. Coole Sache. Dann haben wir das doch soweit schon mal geschafft. Es wird am Ende das Dach nicht komplett spitz hochlaufen. Entweder lassen wir es schon so, machen hier nochmal so eine Balkenkonstruktion und setzen vielleicht doch nochmal ein kleineres, runderes Dach oben drauf. Rundes Dach. Oder wir lassen es so und lassen das am Ende hier noch ein bisschen überhängen. Hätte ich nämlich prinzipiell auch nichts dagegen, wenn wir vielleicht hier nochmal ein kleines Dach nehmen. Moment. Dass das so noch ein bisschen mit drüber hängt. Ja, mal gucken. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich finde, so sieht es schon mal cool aus, wenn wir das dann noch hier in das eckige Haus mit integrieren. Dann wird das auf jeden Fall am Ende eine coole Geschichte werden. Ich freue mich drauf, morgen bauen wir ein bisschen weiter und dann müssen wir mal gucken, dass wir auch in den Sumpf gehen und in den dunklen Wald. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Rohstoffe. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis morgen. Macht's gut.